Lol. Krieg gerade hier eine Eilmeldung rein. Da bin ich jetzt mal gespannt, Digga. Danke, Big Mac. Lol. Alberto hat ein Video hochgeladen. Sind wir für die Monogamie geschaffen? Jetzt frag ich. Lul. Stelle deine Fragen an. Als allererstes immer keine Produktplatzierung. Jetzt bin ich echt gespannt, Digga. Moment. Das wäre ja hammermäßig, wenn er wieder am Stissel ist. Leute, es ist mal wieder eine schöne Frage reingekommen. Wann? Na, jetzt gerade eben. Nein, wann hältst du endlich mal die Klappe, Mann? Lies die Frage doch mal vorher. Also, Jonathan fragt, können wir Menschen mit der Monogamie glücklich werden? Mono, was? Monogamie. Das, wo man 4000 Euro bekommt, wenn man immer losgeht? Nein, das ist Monogamie. Die Monogamie ist die Beziehung zu einem Menschen ohne körperlichen Kontakt mit anderen Menschen. Langweilig! Alter! Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jeden Tag Pizza esse, habe ich doch irgendwann auch mal Lust auf was anderes, oder nicht, Alter? Das ist völliger Humbug. Ich zock auch jeden Tag PlayStation und entdecke meine Liebe Tag für Tag mehr für sie. Das ist was ganz anderes, Mann. Du bist anders. Nun, hört doch mal beide auf mit dem Firlefanz, ihr Streithähne. Einer wissenschaftlichen Studie zufolge ist es allerdings wahr, dass ein Großteil der Gesellschaft nichts mehr von der Monogamie hält. Sie sagen, dass nur durch das Kennenlernen verschiedener Leute das Feuer der Leidenschaft am Brennen bleibt. Ja, aber ganz ehrlich, so kannst du dich doch nie emotional fallen lassen. Du musst immer wieder neu deine Energie in fremde Menschen reinstecken. Du kannst auch was ganz anderes reinstecken. Ich gebe dir recht, Erl. Hundertprozentiges Vertrauen wirst du nicht in einem Partner finden, wenn du permanent mental auch noch bei anderen Menschen bist. Alter, man hat so viele Möglichkeiten, Mann. Schaut euch mal die Chicas da draußen an und ihr beide erzählt mir was von Monopoly? Monogamie. Du kannst mir erzählen, was du willst. Nach 10 Jahren Beziehung ist die Luft raus. Also ich sehe das anders. Ich habe das Gefühl, desto mehr Zeit man nur mit einem Menschen verbringt, desto vertrauter wird er. Und man kommt Tag für Tag, Jahr für Jahr auf eine immer tiefere Ebene. Und dieses Gefühl der bedingungslosen Liebe, es ist einfach unbezahlbar. Diese Aussage ist eine der schwachsinnigsten, die ich jemals gehört habe, Mann. Du solltest mal deine Philosophiebücher zur Seite packen und mal wieder eine Runde COD spielen, Mann. Ich hab gehört, Fortnite soll auch nicht schlecht sein. Ja, ganz ehrlich, und du solltest mal... So, kommen wir nicht weiter, Kinders. Fragen wir doch einfach mal die Zuschauer. Liebe Zuschauer, was sagt ihr? Was haltet ihr von der Monogamie? Sagt ihr, dass die bedingungslose Liebe nur durch die Monogamie entstehen kann? Oder sagt ihr, dass sowas in der heutigen Gesellschaft nicht mehr möglich ist? Schreibt eure Antwort in die Kommentare. Aber Bert, warte mal. Du bist doch jetzt auch schon über Jahrzehnte mit Bertha verheiratet und lässt dich trotzdem nicht durch irgendwelche Gelegenheiten aus deinem Konzept bringen. Das stimmt, Erl. Ich bin ein verantwortungsbewusster Ehemann. Oh, Moment. Hey Bert, ich freue mich schon auf heute Abend, zu spielen. Monopoly. Monogamie? Stelle deine Fragen an Erl, Rüd und Bo. Hey, was geht? Ich hoffe, alles fresh bei euch. Ja, das war mal spontan einfach eine kleine Folge von Jetzt frage ich. Ich saß gerade zu Hause, hab ein bisschen Red Dead Redemption gespielt. Wie ihr seht, es ist auch schon dunkel draußen. Und ja, dann dachte ich mir, drehe ich mal eine Folge, jetzt frage ich. Falls ihr natürlich irgendwelche Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich habe 2 Instagram-Accounts, nur damit ihr Bescheid wisst. Einmal einen neuen, der ist Alberto, und einen, der nennt sich Danny Rose. Nicht erschrecken, Danny Rose ist etwas spezieller. Also da schreibe ich auch mal ganz gerne so Gedichte und mache auch ein bisschen andere Videos. Natürlich gibt es auch ein bisschen Beatbox. Und bei Alberto ist einfach ein bisschen was so gediegener. Falls ihr Lust habt, könnt ihr folgen. Falls nicht, kein Problem. Wir sehen uns in der Zukunft und hey, nicht vergessen. Stelle deine Fragen an Bird. Oh. Viele Fragen, die wir haben, keiner kann die Antwort sagen. Will es wissen, find's ja. Schade. Was soll ich nur tun? Alle deine Probleme werden in 3 Minuten zerstört. Wie geil ist das bitteschön, Digga? Wie geil ist das bitteschön? Wie fucking geil ist das, Digga? Wie geil ist das bitteschön, Digga? Jo, wir sind hier gerade im Livestream. Und ich weiß nicht, ob ich träume oder ob es doch Realität ist. Alberto, ein Urgestein von YouTube, Digga, hat meine Gebete erhört und hat wieder ein Video hochgeladen. Ehrenmann. Digga, alleine schon das Outro, Bruder.
Schade! Was soll ich nur tun? Alle deine Probleme werden in 3 Minuten zerstört. Wir finden eine Antwort, wie sich für ein Hänger gehört. Keine Sorge, du bist danach nicht von uns doll empört. Aber wunder dich nicht, die 3 Jungs sind gestellt. Es tut so gut, ihn wieder auf. Das erinnert mich gerade heftigst an meine YouTube-Anfangszeit, Digga. Direkt nochmal. Ja. Direkt nochmal die das alten PSN Zeiten aufleben lassen, Digga. Und das ist meine Geschichte. Um mich herum sind nur zerstörte Seelen, die sich quälen. Zerstörte Seelen. Wie konnten sie das PSN bloß stehlen? Niemand weiß es, niemand weiß es. Ich fühle einen Stich in meinem Herzen. Es tut weh, so sehr weh. Denn mit dem PSN ist nicht zu scherzen. Oh Jemine. Und ich flehe, du verlässt mich nicht nochmal. Wir sind jetzt wieder zusammen, bleib bei mir für alle Zeit. Denn ich will nicht mehr zurückgehen in diese Offline-Welt. Offline-Welt. Endlich lässt das BSN sich starten. Happy Birthday, Happy Birthday. Hacker klauten alle meine Daten. Mir egal, mir egal. Kumpels wollten mich zu Xbox zwingen. Keine Chance. Keine Chance, denn uns kann nichts mehr auseinanderbringen. Mein PSN, und ich spüre eine Freude, ich spüre eine Qual, und ich hoffe und ich flehe, du verlässt mich nicht nochmal. Wir sind jetzt wieder zusammen und bleib bei mir für alle Zeit. Denn ich will nicht mehr zurückgehen in diese. Ich hab gar keine Zeit dafür, Digga. Ich bin gerade am Chillen, Bruder. Ich bin gerade am Chillen. Nee, nee, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Offline-Welt. Nein. Offline-Welt. Ich bleibe hier. Nur vom Ziffernblatt so sexy, Digga, mit diesem Regenbogeneffekt. Also jetzt den Rest finde ich nicht so geil, Digga, aber nur den Regenbogeneffekt vorne finde ich so sexy. Sieht so geil aus, Digga. Nein, ich will die Uhr nicht kaufen. Ich meine nur die Besatzung vorne finde ich so geil. Ja, ja, ich weiß, es gibt eine Uhr mit Regenbogenbesatzung, die 200.000 Euro kostet. Hol ich mir von Support the Creator. Was für Kaffee? Ich habe jetzt auch einen Support-Creator-Code. Warte mal, es gab eine, Digga, die fand ich so geil, die Uhr. Ich finde nur das Ziffernblatt vorne geil. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein LED-Fetisch. Das Ziffernblatt finde ich geil. Ich habe mal eine Uhr gesehen, Medi, die habe ich dir mal geschickt, Digga. Das war aber keine originale Rolex. Also doch, ja, hier. Lull, die kostet 18. Nee, da ist es. Nee, das ist die nicht, Digga. Bessere Uhr. Oh, Bruder, die sieht aber auch anders sexy aus. Ein Bild drin, Digga. Richtige Profis, die Verkäufer wieder. Ein Bild reingemacht. Wollen eine Uhr für 30.000 Dollar verkaufen, Digga, aber sind zu geizig, um 2 Bilder reinzutun, Digga. Die ist auch sexy, finde ich. Ist auch eine schöne Uhr. Das ist auch echt eine schöne Uhr, Digga. Auf die steht Medi so. Hast du deine Rolex auch bei eBay gekauft? Jein, die war bei eBay reingestellt. Ich bin in den Laden gefahren. Oh, diese war echt geil aus. Ja, die ist schön, ja. Aber ich wollte ja eigentlich nur nochmal die
raussuchen, Digga, die ich auch hatte. Medi, habe ich dir damals den Link geschickt oder nur die Dings? War das die hier? Digga, die ist so sexy, Digga. Bruder, die finde ich extrem heftig, Digga. Ich brauche keine zweite Rolex, Digga. Ich habe eine. Bisschen gucken darf man ja, ne? 10 Tage später. Nee. Die wird zu stilig passen, die Uhr. Mit dem Armband auch. Auf sexy Easiness. Schnäppchen, Digga. 200.000. Huch. Ja, oh, alles zerkratzt vorne, Digga. Wo kostet diese 4 Kneten, Digga? Das ist ein alter Aal, oder was? Die einzige Rolex, die mich wirklich noch reizen würde, wäre die, die ich eben euch gezeigt habe. Und das ist die grüne mit dem, ja. Oh, die sieht aber auch Premium aus, Digga. Platin. Boah, Digga, das Ziffernblatt. Schon sexy, Digga. Auch eine schöne Uhr, finde ich. Gucken, hat Balenciaga neue Dings rausgebracht. Die haben auch keine neue Kollektion draußen, oder was? Eigentlich muss ich mir den nochmal bestellen. Den habe ich mir schon bestellt, in L damals. Aber der war mir zu klein, den habe ich Anna geschenkt. Wo ist der? Den nochmal in XL. Oh, moin, hab ich schon erlegt, Digga.